So, Leute, da sind wir wieder. Nach unserem kleinen Absturz. Ja, genau, nächste Welt. Und das wollte ja hier nicht rübergehen. Aber ich muss mit Rechtsklick gedrückt halten, so war das. So, die beiden können wir noch machen. Und danach müssen wir zur Dings, zur Lilly. Aber wir haben ja schon über 30, fast 40, das heißt, wir schalten einiges frei. So. Und los. Okay. Ich finde das bei Scribble auch lustig, wie die immer alles mischen. Also, so Fantasy mit Altertum, mit Moderne, alles bunt. So, schauen wir mal. Und es ist immer lustig, weil warum macht er hier so eine Eisskulptur mit Stehskulptur? Ist okay. So, schauen wir mal. Diese Skulptur ist langweilig. Platziere etwas auf dem Holzpodest, das mich inspiriert. Holzpodest. Holzpodest? Holzpodest? Holzpodest. Das ist eine Palette. Inspiriert. Welchem Holzpodest? Okay. Yay. So, Baby, was willst du? Der andere Jack will meine Höhle nicht verlassen, aber wir können ihn mit Lärm heraustreiben. Ja. Mit Lärm. Lärm. Laub? Ach, der heißt Laub. Ist okay. Ich dachte schon. Mit Lärm. Kettensäge. Halt, stopp, wer ist das? Was war das? Springend Healed Jack. Spring Healed Jack. Healed Trixie. Ja, stimmt doch, oder? Healed, ja. Healed. Komisch. Spring healed. Lass ich das weg. Wenn das healed. Okay. Wie sieht denn ein Jack normalerweise aus? Komisch. Los, Pony, flieg. Hallo. Hilf uns herunterzukommen. Entfernen. Mhm. Wusch.
Ach, ich bin so schon fliegend. Na, ich will nicht fliegend sein. Ich kann ja auf Trixie fliegen. Trixie? Warum fliegst du nicht? Aber springen kann sie. Warum sind das Eisbärreiter? Kannst du mir helfen, einen Vorsprung beim Rennen zu bekommen? Kannst du mir helfen, einen Vorsprung beim Rennen zu bekommen? Langsam mehr Eisbär. Das große nordische Bärenrennen, ja, ja. Stirb! Haha! Los, Luna! Yeah! So. Eine prähistorische Leiche ist im Eis gefangen, aber wir können sie mit Hilfe der Wissenschaft befreien! Ah! Die Wissenschaft! Wissenschaft! Hier habt ihr die Wirtschaft. Die ist so ähnlich. Hier ist die Wirtschaft. Was willst du denn haben? Ein Professor, komm. Professor. Von einem Labor. Hm. Hm. Verstand vielleicht. Hm. Hallo, kleines Pupsi. Kids, okay. Ich kann nicht hoch genug springen, um meiner Ziegenmama zu folgen. Halt die Fresse. Springendes Kid. Kid. Okay. Dass ich. Für mich wäre das ein Zicklein. Aber ist okay. Hallo. Das ist Stall. Ich traue mich nicht zu springen. Springen der Snowboarder. Hallo, spring jetzt! Mutiger Snowboarder. Ja. Gute Arbeit, du hast genug weiter. Egal. Dann warten. Hallo Yeti! Yeti, Yeti, Yeti! Sei wie ein Yeti und ich werde dein Freund sein. Hauriger Yeti auf der halb sauber. Wie ein Yeti soll ich sein? Ach, halb sauber, ja. Oh Gott, ey. Wie sind Yetis denn? Einsam. Ja. Ja. Ja, es ist schwierig. Bei den Affen war es einfach affenartig. Yeti. Ja.
Harry, ja, weißer Affenartiger. Harter. Verkannt. Nein, ich will den Jahre haben. Jahre. Okay. Yeah, der Yeti ist befreit. So, was willst du hier, Orban, hä? Sterbliche stehlen unsere göttlichen Relikte. Hilf uns, wieder göttlich zu werden. Ja, meine Freunde, ihr wollt göttlich werden, dann braucht ihr erstmal Thors Hammer. Mjölnir. Hey, komm, ich hab's richtig geschrieben, glaube ich. Mjölnir ist, glaube ich, einfach nicht drin. Ja, aber ich hab's geschafft. Dann kann ich jetzt mit Princess Luna. Zack. Hier rüber galoppieren. Weil es da ist. Drei Bergsteiger brauchen Maxwells Hilfe, um den Gipfel zu gelangen. Weil es da ist. Start. Yo. Aha. Da oben ist ein Stern. Ja. Aha. Und sie liefen und liefen. Diese drei Freunde besteigen den Berg, beseitigen die Feldflocken, die ihnen den Weg versperren. Oh ja, mein Freund, oh ja. Dafür nimmt man erstmal einen fetten Presslufthammer. Presslufthammer. Und diesen Presslufthammer, den benutze ich jetzt an den Steinen. Angreifen. Bam! 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 Irgendwie dauert das lange. Okay, das funktioniert nicht. Ich brauche irgendwas, das schneller angreift. Schnelle Schaltschrauben. Tut mir leid, hier. Es ist eigentlich ein Schraubendreher, das habe ich schon mehrmals gesagt. Wolltest du mir einen Tipp geben, hä? Oh, 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 nicht, 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 dann sterben die. Aber ich kann nicht weg. Oh Mann, ey. Jo, zugeschneit. Die Eisriesen haben einen Sturm verursacht. Er schafft drei Objekte, die Kletterern in der Kälte beim Überleben helfen. Ja, ja. Stirb, Steinchen. Und du auch. Ach so, da. Und der Presslufthammer auch. Alle müssen sterben. Chip. Ah.
Nein, 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 hör auf! Drei Objekte. Ja. Jede Winterausrüstung wird uns warm halten. Ja, ist schon klar. Mann. Mantel. Mantel. Lange Jacke. Feuer. Das werde ich aber hier hinten. Zelt. Ah, da ist er wieder. Schön. Hallo? Ein Affe, der mit Fässern wirft. Donkey Kong, der Yeti ist wütend. Kümmere dich um ihn, damit die Kletterer nicht weiter den Berg besteigen. Ach, damit die Kletterer weiter den Berg besteigen können. Töte ihn aber nicht. Chip! Nicht töten, ne? Früchte. Frucht halt. Frucht! Das Telefon klingelt. Ich mache eine kurze Aufnahmepause.